gucken und auch siehst du, wie schön das da draußen ist. Die Sonne kommt raus, aber es ist noch voll neblig. Es ist, glaube ich, eiskalt. Xaruk ist schon gerade Richtung Arbeit gefahren, oder was heißt Richtung Arbeit, halt losgefahren. Und der Oskar und ich gehen heute eine Freundin besuchen mit einem kleinen Kind. Freust du dich, Oskar? Okay. Oskar, du hast dich aber schick gemacht heute. So, das sind Ersatzkleidungsstücke, die nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Man weiß nie. Das kriegst du dann ins Auto an. Und da ist die Wickeltasche mit Tuch, Windeln und so weiter. Alles, was man so braucht für ein Baby. Kein Problem. Mehr Gepäck als ich. Morgen Leo. Da ich ja heute länger weg war beim Oskar und Xarok weg ist, kurz nachdem wir wieder heimkamen, gibt es jetzt nur aufgetaute Bolognese. Jetzt schauen wir mal, ob die Nudeln Adelte sind. Ja, sind sie. Okay, Leo, da hängt's. Darfst. So, sind al dente. Hol sie dir. Sind sie gut? Ja, gell. Essen ist fertig. Sieht das lecker aus. Lass dir schmecken. Danke. Das gibt's beim Oscar. Mal schauen, ob da was im Mund landet. Viel Spaß beim Probieren. Wochenende und es schneit. Das sieht man jetzt, glaube ich, in der Kamera nicht richtig. Doch da ein bisschen. Es schneit ein wenig. Ich kann mal wieder Schlitten fahren gehen. Und das übliche Wasser aufkochen. Semmeln aufbacken. Tisch decken. Was man halt so macht in der Früh. Wer kommt denn da? Guten Morgen. Guten Morgen. Hi, es schneit. Ja, es schneit. Schon wieder. Ja, ist doch schön. Toll. Noch mehr Schnee, noch mehr Ja. Schnee. Hier vor dem dunklen Dach sieht man es gut. Es Leise schneit. rieselt der Wie immer im Januar schneit. Und im Mai dann auch noch. Nein, im Mai nicht mehr. Und dann ist das Jahr schon wieder. Heute gibt es auch einen lecker Kakao dazu. Bist du denn? Ein für mich und ein für Xarok. Frühstück ist fertig. Ich glaube, da war was. Wir schauen einfach mal, ob er kommt. Dum, 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 dum. Da ist er. Xara hat die Küche geputzt. Ich habe die Wohnung gesaugt. Der Kleine schläft jetzt. Und jetzt machen wir einen leckeren Tortelloni-Salat. Der steht hier über den Tortelloni. Steht das Rezept hinten drauf. Der ist so lecker. Genau, den machen wir jetzt. Damit der schon schön durchziehen kann. Genau, weil nachher kommt meine Mutter noch vorbei. Und dann ist der schon schön durchgezogen. Wir können den essen. Fertig. Jetzt darf er noch eine Stunde oder so durchziehen und dann gibt's Essen. So, wir haben uns entschieden, die Couch bleibt hier stehen, gegenüber vom Fernseher, was auch Sinn macht. Und deswegen kommt jetzt der Schrank, der über den Bildschirm hängt, darüber. Und dann kommen die Bretter darüber. Ja, genau. Das erste ist schon ab und da wird das zweite abgemacht. Guck gut zu, Oskar, und lerne vom Meister. Moment, ich nehme die Tür. Oh Gott. Ich hol mal die Tür. Der Schrank ist ab, aber wir sind uns doch einig, hier über der Couch taugt nichts, weil dann steht der zu weit über die Ecke von der Couch raus. Jetzt versuchen wir es mal, dass wir ihn auf den Schrank draufstellen. Mal schauen, wie das aussieht. Okay, wir haben uns jetzt definitiv für da entschieden. Ist natürlich nicht ganz optimal. Viel schöner wäre da drüben, aber dann hinter der Tür, das geht nicht. Jetzt haben wir hier so einen Schrankturm. Ist aber okay, so mussten wir jetzt auch nicht festschrauben. Genau, Oskar. Dann haben wir nächstes Mal nicht wieder das Problem, dass es festgeschraubt ist und Dübel in der Wand sind und so.
und können ihn einfach irgendwo anders hin platzieren. Ja, das geht schon. Oh Mann, der arme kleine Pechvogel. So ein Stress heute Morgen. Jetzt hat er schon aus Versehen hier die Gießkanne runtergeschmissen. Plumps, aber alles nass. Jetzt wollte er den Müll runterbringen. Nicht die kleine, die große Gießkanne. Ja, ja, die große hier. Schön. War die voll? Die war voll, ja. Oh je. Jetzt wollte er den Müll runterbringen, da ist die Mülltonne nicht da. Oh Mann, oh Mann. Oh, guck mal, meine Blümchen, die habe ich von meiner Mama gekriegt gestern. Und es schneit draußen schon wieder ganz doll. Ja, Sonnenschein. So eine schöne Schneedecke. Was, Sonnenschein? Ich bin etwas neben meiner Spur, glaube ich. Okay, soll ich dich... Warte, ich rück dich wieder rein, Moment. Und zup. So, passt du da? Vielleicht, schauen wir mal. Okay, wo ist das Baby? Da, wieso? Der liegt da ganz brav. Ich bin irritiert. Okay, schauen wir mal, wie lang. Auf jeden Fall gibt es jetzt gleich Frühstück. Die Semmeln sind schon im Ofen. Und die gibt es dann gleich. Der Oskar hat gerade ein bisschen gequengelt und der Leo ist mal gucken gegangen. Ich komme schon. Guck mal, Leo, ich glaube, der Xaro näht dein Spielzeug. Das ist ja lieb von ihm. Was denn? Der Leo hat da so einen Igel, so einen Quietsch-Igel und der hat das Quietsch-Ding rausgeholt. Funktioniert das jetzt wieder? Ui. Leo, nein, halt. Es muss genäht werden. Damit du sie wieder neu rausprügeln kannst. So alles kaputtmacher. Ist komisch, die Amy macht keine Spielsachen kaputt. Nee. Der Leo macht alles kaputt. Ja. Das sind halt die Jungs. Ja, wahrscheinlich. Mann, warst du heute fleißig. Das stimmt. Den ganzen Tag schon hier geräumt, gebaut. Machen und tun, ja. Die Regale festgemacht. Die da und die da drüben. Voll cool. Jetzt räumst du schon ein. Ja, den Schrank hier haben wir auch schon eingeräumt. Ja, und. Die ganzen Flecken an den Wänden, da waren überall Löcher von allem Möglichen. Ja. Alles geworden. Zugemacht. Ja. Sieht wieder schön aus. Wirklich. Ganz wichtig, da sind noch die Nägel, die müssen dann weiter hoch. Unsere Hochzeitsbilder müssen da wieder hin. Ja. Unbedingt. Very important. Unsere Hochzeitsbilder hängen wieder. Oh, ja, wie schön. Ist schön geworden. Ja. Wow. Cool. Das Wohnzimmer nimmt Gestalt an. Ich liebe diese Bilder. Danke, Mami. Ja, also gefällt mir jetzt echt gut mit dem Schrank, jetzt wo auch die Lichter leuchten und die Sachen drinstehen und hier mit dem Regal, also diese Regalbretter drüber und Fotos dazu. Schön. Jetzt sieht es halt recht so leer aus, aber normalerweise ist die Tür offen, dann sieht das nicht so leer aus. Ja. Oh, ich habe vergessen zu erwähnen, was Xarok hier am Schreibtisch noch gemacht hat. Er hat hier noch die Steckdose verkabelt. Die ging vorher nicht, die geht jetzt. Und an den Lichtschalter hat er die Lampe. Klick, klick. Und an den Lichtschalter hat er hier hinten diese Lichtleiste. Klick, klick. Voll cool. Aber nicht mehr. Und den den Dings, wo die Lichtleiste angeschlossen war im Treppenhaus, das hast du jetzt wieder rückgängig gemacht, gell? Ja, jetzt geht draußen das Flutlicht auch wieder. Oh, cool. Sehr gut. Da war ja auch eine Steckdose an der Hauswand, die geht jetzt auch wieder. Sehr gut. Ja. Super. Schön. Und mir gefällt, was wir hier gebaut haben. Ja, ich saß gerade so auf der Couch und hab's bewundert und dachte so, ja doch, sieht schon gut aus, wenn man da so sitzt. Oh, da krabbelt ein Baby. Baby lernt gerade zu krabbeln. Er macht sich schon ganz gut, kommt schon ein paar Zentimeter weit. Oh, jetzt landet er gleich mit Wassernapf von den Hunden. Da wird fleißig geschraubt. Wie schaut's aus? Genau, weil wir haben ja die bunte Lichtleiste weg und diesen schönen Schlauch hier hin. Lichtschlauch. Wer es noch nicht gesehen hat, war in irgendeinem Vlog vorher. Und jetzt, genau da war die Lichtleiste angeschlossen bei dem Schalter. Genau, und das machen wir jetzt wieder rückgängig. Wie ist gut, haha, ich vor allem. Ich leiste meinen seelischen Beistand. Du schaffst an. Ich mach doch gar nichts. Ich hab nicht gesagt, dass du das machen sollst. Ich weiß. Puh. Puh. Du bist akzeptiert. Puh. Bist jetzt fertig, oder? Ich bin gleich fertig, ja. Dann können wir ja bald Abend essen. Yay. Hui.
Hey, vorsichtig. Rückwärts die Treppe hoch mit Baby und Handy. Kamera. Sitzt. Schön. Machen wir die 5 oben an? Die 5 oben an, okay, oder? Ist die einzigste, die auch ist. Da. Licht! Nö, hör bis jetzt. Du bist ein Depp, echt? Unscharf bist du auch. Du machst das Licht aus und sagst, was ist jetzt? Und ich denke mir so, hä, Sicherung ist drin, komisch, was passiert? Und plötzlich geht's wieder an und dann lacht er ganz fies. So ein Doofkopf. Ich bin ein Doofkopf. Der sitzt ja lustig da. Der sitzt so auf seinem Hintern, hockt auf dem Kissen mit seinem Po, wie auf dem Stuhl. Du bist ja lustig, Leo. Meine Damen und Herren. Oh, das sieht so schön aus. In der Kamera sieht es gar nicht so schön aus wie in echt. Ich will das so als Schal oder so haben. Als Schal? Ja. Was machst du jetzt? Ich habe erzählt, dass das voll cool da angeschlossen ist mit dem Lichtschalter. Ja, du hast mich leider überzeugt. Ja, ich glaube, man hat es vorhin in der einen Szene schon gesehen, dass es hier hinten am Boden lag. Oh, da liegt ja noch was, genau. Und jetzt wollen wir es hier hinten an den Tisch dran kleben. Oskar, bitte lass die Palme stehen, danke. Damit es schöner aussieht, damit man es besser sieht, zeigen wir euch dann gleich, wie es aussieht. Wenn Xaug das hinkriegt. Ja, kriegt er hin. Jetzt sieht's wirklich gut aus. Jetzt sieht's geil schön aus. Habe ich auch noch extra das Licht ausgemacht, das sieht cool aus. Das ist Hammer. Ich weiß gar nicht, weißt du, wo die Fernbedienung davon ist? Ich habe die irgendwann mal gesehen. Man kann die ja auch noch umstellen, heller und dunkler machen. Und nicht feststellen. Ich glaube, der Oskar will nicht, dass wir filmen. Ja, okay, wir hören auf. So, kaum war die Kamera aus, war der Oskar still. Aber Clark hat die Fernbedienung gefunden. Und? Eis gibt's. Sieht voll grün aus. Und rot. Da fand ich das Blau besser. Das sieht so aus, als würde das so hinten brennen. Oh nein. Ich finde Wechsel cool. Ja, Blau ist aber auch cool, ja. Ach du Heilige! Das kannst du im Stream machen, dann blinkt dein Gesicht. Oh Gott. Ach hey, das ist ein ganz schneller Wechsel. Oh Gott, das sieht, keine Ahnung, aus wie so Wellen oder so. Kann man es auch noch langsamer, oder? Ja, das geht schon. Okay. Ja gut, viel Spaß beim Spielen. Oh ja.